Tja, Minecraft, Minecraft. Ah, du machst mich fertig. In der letzten Folge, ich weiß immer noch nicht, warum es passiert ist. 2 Nächte lang in einem neuen Bett geschlafen und dann hat er mir gesagt, der Spawnpunkt, das Bett würde nicht, könnte nicht gefunden werden. Und dann bin ich wieder an meinem ersten Spawnpunkt erwacht, praktisch wieder auferstanden. Etwas lästig. Richtung stimmt. Gehen wir mal einfach Vollgas. Es ist noch der gleiche Tag. Ich habe jetzt nur gerade wirklich 2 Minuten. Huch. 2 Minuten Drehpause gehabt. Und schnell ein Boot gebaut. Eine Werkbank. Setzlinge aufgehoben. Und noch ein Schwert aus Holz. Besser als nichts. Ne? Gut, dann geht's hier mal weiter. Oh, ich war schon wieder etwas schräg. Das ist aber genau richtig, glaube ich. Ja, das dauert jetzt natürlich was. Da können wir vielleicht dem Bert noch einen kleinen Besuch abstatten. Ich weiß nicht, Es ist schon sehr spät am Tag, also es wird kritisch. Ja, keine Ahnung, was das jetzt war. Sehr merkwürdig. Wurde in meinem eigenen Haus überfallen. Von 2 Skeletten. Eins habe ich noch hingekriegt, das zweite habe ich gar nicht gesehen. Und dann war es natürlich auch schon zu spät. Gut, was soll's. Ich denke mal, es ist echt einfach ein Bug. Oh, da unten ist echt tierisch was los, ne? Oh, jetzt war ich aber doch etwas arg. Komme ich vom Kurs ab. Aber ich denke mal, das wird schon irgendwie passen. Ja, ist aber eigentlich auch jetzt schön für die Leute, die jetzt nicht von Anfang an geguckt haben. Die sehen jetzt mal, wo wir gestartet haben, diese Staffel hier. Ist ja schon meine 2. Staffel von Wir spielen Minecraft. Anlässlich der Minecraft-Vollversion neu angefangen. Ja, auf dieser kleinen Insel, das habe ich damals auch sogar mit Absicht gemacht. Wollte auf so einer ganz kleinen Insel erstmal rumspielen und mich da so langsam irgendwas aufbauen. Hinterher haben wir dann jetzt inzwischen festgestellt, dass in diesem Seed praktisch nur irgendwelche Inseln vorkommen. Wenn sie denn noch vorkommen. Ganz erstaunlicher Seed ist das. Die Insel, auf der ich mich niedergelassen habe, ist offenbar so die größte hier von diesen ganzen kleinen Inseln, die hier so sind. Seht ihr, da geht die Sonne auch schon unter. Im Grunde ist es nicht mehr so weit. Jetzt müsste als nächstes schon gleich die Sandinsel kommen. Das ist eine komplette Wüsteninsel. Da ist nur am Ende ein kleiner Zipfel Grasfläche. Sonst ist das komplett aus Sand, das Ding. Und da ist auch noch so ein NPC-Dorf drauf. Mit dem Bert. Naja, jetzt wird es natürlich gleich dunkel auf dem Meer. Da wird es schon relativ schwierig. Da erscheint wieder was. Ist das irre. Ja, müssen wir mit leben. Ist aber jetzt aber andererseits auch sehr beunruhigend, dass ich jetzt... Also wenn das jetzt immer so vorkommt... Hätte ich da vielleicht ein neues Bett für bauen müssen und... Nee, das ist doch Unsinn. Das machte man doch immer schon so, dass man dann ein Bett mitnehmen konnte auf irgendwie irgendwo anders hinstellen. Oder muss man das stehen lassen? Ah, es ist möglich. Ja. Das ist möglich. Vor allem, wie verhält sich das jetzt, wenn ich ein neues Bett baue und das alte, was ich jetzt habe, wieder abreiße und an den ersten Ort stelle? Also ich verstehe es nicht. So richtig klar wird mir das jetzt gerade nicht. Ich denke jetzt halt nur eigentlich nur drüber nach, weil ich das nochmal vermeiden möchte, dass uns das jetzt immer passiert, wenn ich mal drauf gehe. Denn das ist ja bekanntermaßen, da ist eine Insel. Ich glaube, da muss ich mal so ein bisschen hin. Es ist ja bekannt, dass ich mir gerne mal einen Spaß draus mache und absichtlich ganz oft dann mich töten lasse. Vor allem absichtlich.
Leute, wenn wir das jetzt nicht wieder finden, den Weg nach Hause, ne? Ich meine, wir haben ja Zeit, wir haben jetzt praktisch die ganze Nacht Zeit. Ach ja. Koordinaten habe ich jetzt natürlich auch nicht im Kopf. Wäre ja leicht, einfach mal eben auf Koordinaten zu gucken, wenn ich sie denn wüsste. Da kommt was. Das ist wahrscheinlich die Sandinsel. Oh ja, das ist sie. Ich kenne es wieder. Es muss hier links rum und dann kommt da noch. Oh ja, sind wir noch am äußersten Ende. Müssen ganz rumfahren. Da oben ist das NPC-Dorf. Schön beleuchtet. Ja, es bringt jetzt aber, glaube ich, nichts. Das bringt jetzt nichts, da hochzurennen. Da kann ich jetzt auch durchfahren. Durch unseren Sumpf zu Hause. Ich meine, das müsste ich jetzt auch schaffen, da relativ nah dran zu kommen. Da steht ein Creeper am Ufer. Hallo. Ahoi, ihr Creeper! Ist das denn da ein Enderman? Ja, mit meinem Holzschwert. Ah, hoppla! Jetzt nicht das Boot kaputt machen, also. Ich hab doch keinen Ersatz. Oder so ein paar Holzstücke habe ich noch. Das würde sogar noch reichen. Na, so ein Glück. So, da ist auch das bisschen Grün, von dem ich erzählt habe. Sonst ist das hier alles nur aus Sand. Kann ich im Moment nichts anfangen. Da haben wir damals so ein bisschen Glas geholt und so. Und die Kakteen haben wir auch von der Insel hier. So, da hinten zwischen diesen Inselgruppen, da muss ich wieder durch. Und dann sehe ich eigentlich auch schon unsere große Insel. Für die ich ja immer noch einen Namen suche. Na? Ich lasse mir da einiges durch den Kopf gehen. Immer her mit Vorschlägen. Ich lese mir das mal durch. Und entscheide dann einfach eines Tages. Mit so einer Umfrage wegen des Namens ist das auch ein bisschen schwierig, weil ich ja viele Folgen auch so ein bisschen im Voraus drehe. Jetzt muss ich mich gerade was konzentrieren. Also ich produziere so ein bisschen auf Halde. Da ist ja auch schon unser Schneegebiet. Das ist da bloß eine Kuh da vorne. Wenn ich jetzt schnell bin, habe ich vielleicht Glück und schaffe es bis nach Hause. Hier so zwischen den Bäumen durch, ne? Ah, wieder die Seerosen. So, und hier springe ich raus. Und ich glaube, dann reiße ich das Bett ab und baue mir ein neues. So, jetzt laufe ich vielleicht auch mal ein bisschen. Das ist etwas sicherer. Augen offen halten. Skelett. Ich sehe die Heimat. Oh Mann. Schnell ins Haus. Und da sind jetzt ja noch wahrscheinlich die ungebetenen Besucher. So, ich mit meinem Holzschwert jetzt. Boah, aber alles Zeug ist noch da. Das ist doch schon mal was. Und wo ist El Knochenmann? Hallo, Knochenmann. Hier sind sie erst entstanden. Also kannst du mal sehen. Das ist ja wohl, finde ich, ein bisschen übertrieben. So, Fackeln. Vor allem überall taghell hier nebenan, ne? Macht keinen Unsinn. Aber das muss doch reichen. Ah. Sicher ist sicher. Schadet ja nichts. Okay. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich baue jetzt einfach mal noch ein Bett. Und dann drücke ich mal einfach die Daumen, dass das funktioniert mit einem neuen Bett. Reiße ich das alte da oben ab? Ich weiß nicht, ob das so ist. Keine Ahnung. Ich habe da jetzt überhaupt kein Wissen drüber. So, und dann baue ich ein neues Bett dahin. Und dann schlafe ich in dem Bett.
Das passt hier jetzt wenigstens mal alles. Vom zeitlichen Ablauf. Toll. Und jetzt hoffe ich mal einfach, dass funktioniert. Das Bett, das schmeiße ich jetzt weg. Da in das Loch. Gehst in das Loch. Los. So. Völlig sinnlos, ich weiß. Ich mache schon mal so sinnlose Aktionen. Sinnlos wäre jetzt auch mal ein bisschen Kakteen. Na, die sind immer noch nicht gewachsen. Ja, Leute, das ist ja... Jetzt müssen wir auf die Kakteen warten. Das sehe ich nicht ein. Da gehe ich mein Inventar kurz sortieren und dann nehme ich mir Redstone mit. Habe ich sogar schon. Den habe ich ja gerade noch geholt vorhin. So. Wolle, da tun wir auch den Farbstoff rein. So mache ich das nämlich immer. So, und dann noch ein bisschen hier Grünzeug. Weg damit. Futter haben wir alles. Ich habe überhaupt keinen Bogen mehr, fällt mir gerade auf. Und schon wieder nur Level 4, ne? Mann. Wobei ich jetzt nicht weiß, was für ein Level ich hatte. Am Anfang der Folge. So, jetzt legen wir da überall Redstone aus. Dann ist das schon mal gemacht. Was macht ihr denn überhaupt für einen Terror hier, hä? Wird mal wieder Zeit, dass ich euch so ein bisschen dezimiere, ja? Ich mach jetzt auch einfach mal... ich werfe einfach mal einen kurzen Blick in die Nahrungskiste. Die steht hier so ein wenig abseits. Klink. Oh, guck mal, so viel ist das gar nicht, was ich da noch so hab. 12 Steaks. Viele hier noch so Mushrooms. Pilze, Melonen, Brot. Gut. Eigentlich alles sehr schön. Da sind die Sticks, können wir hier mal lassen. Die Axt gehört da rein. Die Schippe, da kommt da hin. Da habe ich dann nicht meine Schere wieder zurück. Ja. Die Schwerter nach da vorne. Das kann ich dann auch mal verwenden. Das Holzschwert da. Warum nicht? Silber immer dabei für eventuelle Enderman. So. Crafting. Treppe. Steingut habe ich noch dabei. Zack, zack. Falsch sortiert. So gehört das. Wolle. Wolle weg. Braune Wolle. Schwarze Wolle. So. Das auch noch. Das kann man immer gebrauchen. Gar kein Problem. Wo habe ich denn eigentlich immer die Knochen hingeräumt? Hier, zu Mobs. Alles klar. So, ein paar Hacken. Habe ich eigentlich noch... Ja, ich müsste das auch mal wieder machen. Ein paar Werkzeuge nachbauen. Ich habe ja nichts mehr hier. Das ist natürlich ein bisschen kläglich alles. Ich weiß, es ist jetzt langweilig. Ich überlege auch gerade, was ich mache. Wir machen gleich einfach mal einen Spontanausflug in die Dingens. In die Dingens, da. Ihr wisst schon, da unten. In eine Schluchthöhle, die auch noch keinen Namen hat. Essen noch ein bisschen, komm. Essen. Das reicht erstmal. Ich will nicht so lange da sein. So, da rennen wir jetzt mal hin. Und möglichst weit nach unten. Und wir werden bestimmt ganz, ganz, ganz dolle Glück haben. Und da werden wir dann einigen Slimes begegnen. Die wir dann fröhlich schlachten können.
Habe ich eigentlich noch drin. Vielleicht gucke ich auch erstmal so ein bisschen, was hier so los ist. Das ist immer vielleicht eine gute Idee. Ach, guck mal, hier ist ja auch noch. Ach, und auch noch mehr Rails auch. Das ist aber super. Das ist aber schon mal sehr gut. Ah, ich weiß, dass ich da unten ja auch ganz viel, ganz lange Eisenbahnschienen abgebaut habe. Da geht's in die Schlucht da oben. Alles schön schon. Schön gemacht. Da will ich aber nicht hin. Ich wollte nach unten. Dann mache ich das jetzt auch. Runter geht's dann hier. So, und dann haben wir da unten ein paar Slimes. Ganz gewiss. Immer um die Ecken gucken. Boah, überall ist noch lang. Ich muss mal ein bisschen lauter machen, ob ich vielleicht auch dann... Die Slimes, die hört man ja immer ganz gut, finde ich. So, wieder gefährlicher Bereich, ne? Ich gucke immer irgendwie erst links. Hier waren doch auch noch, habe ich die eigentlich inzwischen schon geholt? Ne, die habe ich noch nicht geholt. Diamanten und Gold habe ich nämlich hier noch liegen. Das wollte ich immer mal holen, aber habe ich noch nie gemacht. Ja, super. Eine Silberhacke wäre das gut gewesen. Oh, oh, oh. So, jetzt sind wir hier in dem Bereich. Ach, so ging es hier rum. Ah ja, okay. Gut zu wissen. Da oben war da noch ein Tunnel, den ich noch nicht so noch nicht so erkundet habe. Hier waren Bereiche mit... Hier sind mir auch schon mal Slimes irgendwie lang gehüpft. Bei Slimes muss man aufpassen, dass man die nicht overkillt. Ah, die kann man so stark töten, dass die nichts mehr droppen. Aber das ist natürlich schade. Also immer einfach nur eine Hacke nehmen, eine Steinhacke nehmen. Ja, Bedrock mit dem bekannten und gehassten Nebel. Ja, ehrlich gesagt, dieser komische Nebel da unten. Ja, der ist so überflüssig wie Zwiebeln im Abguss. Ja. Komm, Slimes, jetzt lasst euch mal blicken. Ja, Leute, ich weiß auch nicht, was machen wir denn jetzt hier? Was ist denn da oben noch? Hier ist doch gar nichts, gar kein Viech. Ich hab was gehört. Ich hab was gehört, irgendwas Schmatzendes. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt Einbildung war, ob ich das selber war. Ein Skelett war oder eine Spinne. Vielleicht hat auch nur die Lava da unten so ein bisschen gepufft. Gehen wir mal aufs Ganze. Ich wollte hier sowieso schon immer mal hin. Ein cooler Gang ist das irgendwie, ne? Der wird wahrscheinlich gleich von cool in ganz heiß sich ändern, weil uns da so ein paar Creeper um die Ohren fliegen. Ah. Ich mag ja diese dunklen Bereiche, um Gottes Willen. Sehr interessant, sehr interessant. Und Wasser. Hm. Okay, das heißt aber nicht, sie können trotzdem noch Viecher durch, ne? Und da angeschwemmt kommen. Redstone haben wir jedenfalls hier auch noch ganz viel. Gut zu wissen, da sollten wir uns mal merken. Wenn wir hier so ein bisschen graben, finden wir auch sicher noch ein paar Diamanten. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Gut, dann brauche ich jetzt aber erstmal wieder einen Weg nach oben. Boah.
sonst ist hier nicht. Ja, guck mal, haben wir den Gang wenigstens da schon mal geklärt. Da ist noch ein Creeper. Hat der vielleicht vorhin mal so gezischt? Wo steht der denn da? Hör mal, du musst dich doch nicht verstecken. Erstmal sehe ich dich sowieso. Aber außerdem finde ich dich eigentlich ganz süß. Dann brauchst du dich nicht schämen, da in der Ecke. Komm. Na gut, ich mache deinem Leid ein Ende. Das geht jetzt auch irgendwie nicht. Was ist denn jetzt hier los? Ich treffe den irgendwie nicht. Und wieso kriege ich jetzt ein Achievement? Das Spiel, das macht im Moment mit mir, was es will. Und das ist eigentlich schon seit einiger Zeit. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe wirklich, habe ich auch schon, glaube ich, erzählt, so vor 1, 2, 3, 4, 5 Folgen. Schon ewig nicht mehr gedowngradet oder geupgradet oder so. Das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Außerdem interessieren mich diese Achievements sowieso nicht. Aber gut, das kann ich nicht beeinflussen. Och ja, wisst ihr, jetzt muss ich hier einfach so ein bisschen rumrennen. Ich glaube, ich werde gleich hier mal mir so eine Hacke holen und dann werde ich mal so ein bisschen so Ressourcen abbauen oder sowas. Ich weiß auch nicht, was ich hier tun soll. Da hinten noch in die Mine reingehen? Warte, wo bist denn? Ist der wieder hier reingefallen? Hier runter? Nun denn, ich lasse mir was einfallen. Gucken wir beim nächsten Mal weiter. Ich will das jetzt hier nicht so sehr in die Länge ziehen und hin und her rennen, ohne genau zu wissen, wo ich denn was suche. Wo geht's denn eigentlich hier noch lang? Ja, guck mal, da habe ich ja vielleicht auch nochmal einen Ansatz, hier vielleicht so ein bisschen reinzuschnüffeln. Wie weit ich dann dabei komme, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Schaltet wieder hinzu, wenn es wieder heißt, wir spielen Minecraft. Und ja, beim nächsten Mal, also so denn, haut rein und Glück auf.